Okay, dann gehen wir weiter. Wechseln das Team. Hoffentlich kriegt das Team hier keinen Gegner ab. Holen erstmal die Truhe und dann gucken wir mal weiter. Ja, gut. Was für ein Scheiß. Okay, wo gehst du denn hier links? Okay, dann gehen wir erstmal da. Nach links. Ja, setz mal Runik ein. Machst du mal Rage? Ich weiß nicht, was stark ist. Magitech-Mac. Ja, keine Ahnung. Gadgets! Autobahn-Boost. Skizze. Ja, auf den hier. Okay, mit dem Team zu kämpfen ist richtig kacke. Nochmal Gadgets, Auto am Brust. Skizze, hat das nicht geklappt mit der Skizze? Die haben ja, glaube ich, alle kein Dingens, ne? Keine Beschwörung. Mach mal Vitra auf alle. Okay. Dann hau einfach drauf. Ich habe keine Ahnung, was du sonst kannst, außer vielleicht zaubern. Aber du kannst gar nicht zaubern, sehe ich gerade. Magie, Litzra. Wo ist die Kettensäge da? Ist aber auch schon um der Kampf. Oh Mann, ey. Okay, Relm, du kriegst Sirene. Okay, Level 32, 33, 39 und 38. Ja, das wird ein Fest. Wer kann denn von euch alles heilen? Nur Edgar und Celeste. Wir sparen auch, glaube ich, die Angriffszauber erstmal. Ja, wunderherrlich. Was passiert denn hier? Okay. Bis später wahrscheinlich. Kann ich hier so hinter? Nein. Meine Fresse, ey. Ich will mit dem Team hier nicht unterwegs sein. Skizze vielleicht auf Twitter. Widgets, Autoambust. Hat das geklappt? Irgendwie nicht so wirklich. Hau drauf. Kannst du... Okay, er ist besiegt worden. Phoenixfeder. Oh, ist auch aber tot. Gleister ist, glaube ich, stärker als Autoarmbrust, ne? Ich glaube, mit ihm setze ich lieber Sachen ein. Anstatt hier Rage einzusetzen. Also Magie und Beschwörung und so. Machen wir eine Skizze von Algor. Machen wir Vitra. Ah, scheiße, der kann ja nicht mehr als einmal beschwören. Ja, dann machen wir Rage, keine Ahnung, was ist denn stark? Ich glaube das hier, ja, vielleicht, keine Ahnung. Saß da. Das geht auf ihn, ne? Ja, okay. Ging auch daneben. Gut. Meine Güte. Er ist aus irgendeinem Grund am Fliegen, Gau. Ist mir aber auch eigentlich Wurst. Edgar, du hast Atoxi. Setz das mal auf Gau ein. Und dann schönes Vitra auf alle erstmal. Meine Güte. Ich mag das Team hier nicht. Ich habe schon zwei gute da reingetan. Aber Relm ist ja fast so, als würden Celeste und Edgar alles alleine machen. Relm und Gau sind einfach keine guten Charaktere. Also zum Kämpfen sind sie einfach nicht. Meiner Meinung nach nicht gut.
Angriff. Versuchen wir wenigstens erstmal einen zu besiegen. Also mit Celeste auf jeden Fall. Okay, Rage. Ich weiß, ich kenne die ganzen Namen nicht mehr von den Viechern. Deswegen, okay, das tat weh. Dem Gegner auf jeden Fall. Skizze, keine Ahnung was, also ich weiß nicht mal richtig, was Skizze macht. Gadgets, Gleiser, Angriff. Das hau einfach drauf, Relm. Ich muss auch mal gucken, ob wir irgendwie bessere Waffen für die Leutchen hier haben. Hat Relm überhaupt irgendwie was? Oder ist sie... Kann auch sein, dass sie einfach gar nicht ausgerüstet ist. Weil wir haben sie, glaube ich, nie ausgerüstet. Und wenn wir sie bekommen, dann sind sie eigentlich nicht ausgerüstet, die Leutchen. Ja, genau. Erstmal optimieren. Optimieren. Du bekommst irgendwas zum Angreifen. Heiligenrute ist ein bisschen... Wohl, Heiligenrute macht Schaden, ne? Ich hab das jetzt gerade mit der Vita-Route verwechselt. Ich möchte Zauber Sanctus. Okay, ja. Doch, doch, doch. Das lassen wir erstmal. Was geben wir dir denn? Na, Lufthauchmantel, wieso nicht? Und so... Was macht der Riesenhand schon nochmal? Okay, brauche ich nicht für sie. Talsmannreif, Fallum Protest auf den Träger. Na, wieso nicht? Dann du. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich gebe dir aber zwei Dingens. Doch, ja, glaube ich am besten. Wo war das denn nochmal? Ja, zwei Riesenhandschuhe. So? Keine Ahnung. Da die hier... Ah, ich habe kein Feuerschild. Das hat Relm leider schon... Aber halbiert Eisschild nicht die Hälfte vom Feuer oder sowas? In der Richtung. Okay, dann müsste ich mal das Team wechseln. Gott sei Dank. Wie viel so langsam mit dem Blitztext eingeben? Aber ich mache das lieber ein bisschen langsamer, anstatt da Scheiße zu bauen. Aber Setzer ist ausgerüstet. Also die müssen hier alle ausgerüstet sein. Aber Sein war ja auch nicht komplett ausgerüstet. Weil ich glaube, bei Setzer habe ich sogar noch nachgeguckt, weil Sein halt eben nicht komplett ausgerüstet war. Wieso drehst du dich um, du Penner? Okay. Hast du jetzt Vita gelernt? Wieso gehe ich auch ausrüsten? Du? Nein. Also ich meine Vitra. Das ist voll die MP-Verschwendung. Was ich hier mache, glaube ich. Ich glaube, jetzt komme ich da einfach rüber. Also einfach ist gut gesagt, aber doch geht. Da ist Celeste, die wartet da hinten. Hoffentlich muss ich nicht mit beiden Teams jeweils einen Boss besiegen, weil das wäre gar nicht mal so gut für das Celeste-Team. Okay, ich hab's verkackt. Gegen Ende habe ich richtig reingeschissen. Oh, aber das Team ist ja auch nicht so mega geil, weil es einfach mal One-Hit. Ah ja, weil er das Messer hat. Das Team hat nur drei Leute, deswegen ist es auch nicht gerade das beste Team der Welt. Ah, ich hab's verschissen. Gut. Ein neuer Blitztech gelernt. Wertigkeiten, Saven, Blitztech. Seelenspirale. Okay, rechts, also die fängt an wie der Meteorit. Rechts oben, links oben,
Oben, unten, links, rechts, rechts, links. Oben, unten, rechts, links. Okay. Ob ich das hinkriege? Oben, unten, rechts, links. Okay. Eigentlich hätte ich gern einen Kampf gehabt, aber mit Saban. Damit ich das mal ausprobieren kann. Oh, du hast Blitz mittlerweile. Kannst trotzdem mal Ramo einsetzen, mein Freund. Gleiser. Einfach Angriff. Auch ein Angriff von dir. Ja, Blitz. Hier. Mal Vita auf alle. Ja, ich weiß, Blitz ist nicht wirklich geil, aber besser ist gar nichts, weil die Rage von ihm finde ich kacke. Weil ich auch die Monster alle nicht mehr weiß, was die machen und überhaupt wie die Monster heißen und so. Okay, Kettlebus ist fertig. Phantom für Celeste. Wir heilen nochmal, aber nicht mit Potions. Edgar kann heilen. Vitra auf alle. Okay, wieso kann ich hier lang? Also, deswegen. Hier, da wechselt man das Team. Okay, da komme ich. Ich kann einfach drüber latschen, ne? Das tut zwar weh, aber wen interessiert's? Ah, fuck, die Hände. Kenjutsu, das hier bitte. Und du greifst einfach an. Ah ja, ich wollte ja die andere Blitztag mal ausprobieren. Machen wir das mal, das war so und dann oben, unten, rechts, links. Oh Mann. Toll. Ach, ich weiß glaube ich, wer hier ist und also und deswegen sind die alle leer, ich verstehe schon. Das macht Sinn. Ja, Setzer. Wieso lernt ihr nicht mal Vitra, ihr Penner? Vor allem Setzer, der immer auf 98 hängt. Ah, weil er nicht mehr Kirin hat, sondern Ketsev. Ah, deswegen lernt er es nicht. Okay, gut. Da will ich nichts gesagt haben. Okay, das war dann so, so, dann oben, unten, rechts, links. Wenn nicht, dann habe ich das falsch in Erinnerung. Seelenspirale, gut. Was? Sabin ist weg. Sabin ist weg. Ich hätte mal gucken sollen, da steht doch, was die macht. Ich hätte gucken sollen, was die macht. Jetzt stehe ich hier ohne Saban. Und die haben alle nichts abbekommen. Ich hätte mal wirklich gucken sollen, was die macht. Die Blitztag. Ja, jetzt hat er sich verpinkelt. Und ich stehe hier. Nur mit zwei Leuten. Und einer ist davon vergiftet und... Aber ich glaube, sein kann das jetzt hier auch zu Ende bringen. Mehr oder weniger. Oder auch nicht.
Hau einfach drauf. Das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Weil deine Angriffe sind auch gut genug. Er ist besiegt? Aber wie? Was habe ich falsch gemacht? Der hat keine MP mehr. Okay. Ja, nie. Ja, nie. Was habe ich kaputt gemacht? Also, was habe ich da falsch gemacht? Atoxi erstmal. Und dann Vita auf alle. Gebe ich ihm mal kurz ein Ether. Ich guck mal, ob er Dingens hat. Saben. Ja, du hast Subspirit, kannst du gleich mal jemanden auslutschen. Fertigkeiten. Blitzdeck, Seelenspirale, Selbstopferung zur vollen Heilung aller Gefährten. Okay. Ich verstehe. Das machen wir nie wieder. Das machen wir nie wieder. Den kannst du nicht mal wieder zurückholen oder so. Ah, oh, scheiß die Wand an. Da ist, ich meine, ich find's gut, aber okay, ich habe nur ein Ether verschwendet. Okay. Zelt. Ich habe nur ein Ether verschwendet, also. Das ist nicht mega schlimm. Speichern. Was ist denn hier? Das sind. Okay, dann holen wir erstmal die anderen. Dass die da weitergehen können. Muss ich euch heilen irgendwie? Nein. Wird ihr irgendwie auch mal Level gestiegen? Ich glaube Edgar. Tatsächlich. Weil der war nicht Level 40 vorher. Okay. Oh, Kacke. Ich dachte gerade die ganze Zeit, bitte keine Nekromanten und dann was kommt, Nekromanten. Ramu. Gadgets, Gleiser. Dann Angriff auf die Nekromanten, damit die halt erstmal wegkommen. Okay, ich glaube, der dürfte tot sein, weil Graviga machen sie, glaube ich, nur, wenn sie sterben. Oder auch nicht. Blitz auf den Nekromanten, auf den Einzelnen. Okay, 1000 Nadeln, danke für nix. Du kannst auch Vitra, ne? Dann mach das mal schnell. Kacke, ich glaube Gauch stirbt, ne? Ne, er hat sogar Leben dazu bekommen. Was passiert da gerade? Keine Ahnung, was das gerade war. War das von... Ach, das war Sanctus, ne? Von, Relm. Von dem Stab. Okay, gut. Okay, Siren ist fertig. Dann Ifrit. So, dann wollen wir heilen. Edgar kann heilen. Kommen wir hier rüber? Ja. Das sieht sehr rätselmäßig aus. Glaube ich. Kann halt nicht lenken, während ich springe, deswegen muss ich... Oder kann ich lenken? Nein. Also ich... Wie komme ich denn da zur Truhe hin? Ah, leer. Hm, genau. Was anderes habe ich auch nicht erwartet. Kann ich hier rein? Nein.
Das ist kein Weg. Angriff. Ramu. Hat der Blitzer mittlerweile? Ich hab's nur so aus dem Augenwinkel gesehen. Bin mir da auch nicht 100% sicher. Gleiser. Er hat Blitz, Gift. Ich glaube, das Blitz auf alle war gerade nicht so intelligent, weil. Wir sollten uns auf einen konzentrieren. Aber es ist halt so. In ein. In, das geht einem in Fleisch und Blut über. Wenn in jedem Final Fantasy immer alle mit Magie angreifst, also alle Gegner, und dann plötzlich dann nicht mehr machen sollst, dann. Also, das geht nicht. Plötzlich nur einen mit Magie angreifen. Also wenn mehrere existieren, das ist komisch. Ja, dann heilen wir nochmal eine Runde. Vitra. Weil ihr nicht... Ich warte mal, ich guck mal, was das andere Team sagt. Weil sie nicht an... Also gezeltet haben... Weil sie nicht gezeltet haben, haben sie nicht Leben wieder bekommen und MP und alles. Ja, genau. Er ist zombifiziert, wunderschön. Und Weihwasser. Auf Setzer. Oh Mann. Okay. Gegen Sturm bitte töte alle. Das wäre nett. Okay, dann nicht. Das sieht finster aus für uns gerade. Vikra. Ja, ich weiß, du setzt das gerade tot, aber was willst du machen? Die Zeit vergeht, schon fast eine Stunde im Auflehnen. Also, ist das, ja, es ist eigentlich immer gut, wenn man etwas macht und dann plötzlich die Zeit verfliegt. Weil das heißt, einem macht das Spaß, was man macht. Glaube ich. Nämlich wenn man mehr, also immer auf die Uhr guckt und dann merkt man, die Zeit vergeht nicht, dann... Ist es eher so, dass man keine Lust auf die Sache hat? Ich meine, ich gucke auch immer auf die Uhr, aber nur zum Gucken, wie lange ich aufnehme und so. Das muss manchmal getan werden. Oder ob ich überhaupt aufnehme. Das zeigt das nämlich auch an. Setzer, kannst du mal kurz heilen? Was machst du hier, Knopf? Okay, gut. Können wir ins Wasser gehen? Nein, können wir nicht. Dann stehen wir hier mal kurz und gehen mit dem anderen Team mal weiter. Zu der einen Truhe komme ich da jetzt erstmal nicht. Okay, dann kommen wir wahrscheinlich zu einer Truhe, weil jetzt der Boden gedingselt ist. Also versteinert. Gehen wir mal zu einer Truhe. Oder nicht? Aber wahrscheinlich muss ich da, wo die Treppe war, dahin. Kann ich einfach über die Dinge. Über die Brücken. Zu den Truhen. Also auf dem Boden. Die Tatsachen. Ja, hau einfach drauf.
Habe ich wieder auf alle gemacht? Ich dachte, ich hätte nur auf einen gemacht. Nee. Wie gesagt, das geht eher in Fleisch und Blut über. Oder Muscle Memory, wie man so schön im Englischen sagt. Ich dachte, ich hätte echt nur einen anvisiert. Er kommt drauf geschissen auf alle. Gleister. Oder auch nicht. Okay. Ich glaube, ich sollte nochmal heilen. Edgar. Die drauf alle. Oder kommen die anderen? Ich glaube, die anderen kommen da. Ich glaube, ich mache jetzt Schwachsinn, wenn ich jetzt versuche, da an die Truhe zu kommen. Ich glaube, die anderen können später auf den Boden da rumlaufen. Hallo, ich dachte, ich hätte Angriff gedrückt für Celeste, aber irgendwie wollte der nicht. Jetzt habe ich ja mal für nur auf einen gemacht, den Blitz. Ob das jetzt gut genug war, weiß ich auch nicht. Celeste ist vergiftet. Fertigkeiten, Edgar, Toxi, auf Celeste. Ja, und lieber nochmal wie drauf, alle Fälle. Für alle Fälle. Ich glaube, das andere Team geht gleich später hier auf dem Boden rumlungern. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich gucke jetzt mal, ob ich da hin kann. Also, ob das hier irgendwas ist oder. Ne, das ist nur eine Ecke. Angriff. Ramu. Und du setzt mal eine Kettensäge auf den. Okay, der ist tot, deswegen setzt du lieber mal einen Gleiser ein. Und dann weiterhin Angriff. Ich mag den Dungeon hier, weil ich dachte erst, das wird schrecklich. Weil. wegen dem Team einfach nur hier. Hätte ich gedacht, dass das nicht so geil wird. Das eine Team besteht nur aus 3 Leuten, das andere Team besteht aus 4 Leuten, von denen 2 scheiße sind. Hätte ich gedacht, dass das jetzt nicht so geil wird, aber geht eigentlich. Da ist ein Drache. Will ich das ausprobieren? Mit dem Team hier vor allem. Vielleicht komme ich mit dem anderen Team da an den Drachen dran. Mal gucken. Ich will es auf jeden Fall nicht ausprobieren. Wo war ich stehen geblieben? Ich dachte, das wird hier nicht so geil, aber tatsächlich durch diese sehr rätsellastige hier und immer mit dem Wechsel zwischen den Teams finde ich das eigentlich ganz lustig. Vor allem dachte, also ist das nicht so schlimm mit den beiden Teams, wie ich es gedacht habe. Wieso kannst du Eisra? Ist mir egal, so zu sein. Wieso kann der Eisra? Er kann auch Blitzra. Ah ne, er lernt Blitzra. Wieso kannst du Eisra? Okay, das verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Müssen wahrscheinlich beide Teams draufstehen. Dann wechseln wir mal und dann gehe ich nochmal speichern, weil das dürfte jetzt nicht allzu weit gewesen sein. Und dann versuchen wir den Drachen da. Das dürfte nämlich einer der
7 oder 8 Drachen oder wie viele das waren, sein, die man auf der Welt vernichten kann, muss, was weiß ich. Heilen. Weil ich nicht weiß, was da noch jetzt alles kommt, bevor wir zu dem Speicherplatz gehen. Gar nichts. Items, Zelt, wie viele habe ich denn davon noch? 26 geht ja klar. Speichern wir und dann gehen wir. Also ich glaube, ich kann mit dem Team zu dem Drachen gehen. Bin mir da nicht 100% sicher, aber wir versuchen es mal. Und wenn wir den Drachen nicht besiegt bekommen, dann kommen wir später nochmal hier hin. Aber ich glaube, mit dem Team komme ich gar nicht zum Drachen hin. Nee, wir müssen irgendwie unterirdisch jetzt wieder, glaube ich, hantieren. Blitztech. Blub, blub. Ich hab's verkackt. Den Schutze. Angriff auf den Nekromanten erstmal. Ich glaube, ich habe zweimal nach links gedrückt, ne? Kann es sein. Ja, scheiß lieber dann. Okay, gut. Nee, das will ich gar nicht. Den Nekromanten weiterhin. Okay, gut. Leider können wir nicht zu dem Drachen. Vielleicht später. Ich möchte auf jeden Fall nicht jetzt zum Drachen. Mit dem anderen Team. Weil ich hoffe, dass ich mit dem Team zum Drachen komme. Kann ich hier auf die Pampe? Ja. Und wenn sich das Ganze noch bewegt. Ich glaube, hier dürfte was drin sein, weil Schleife halt. Ah, herrlich. Ausrüsten. Saben, ist das eine Kopfbedeckung? Oder ist das. Wenn das eine Kopfbedeckung nur für Frauen ist oder sowas, das wäre doof. Vielleicht ist das aber auch nur ein Accessoire. Ja, Schleife. Bewahrt den Träger vor zahlreichen Zustandsveränderungen. Wieso habe ich das nicht gesehen? Dann nehme ich mal den Hyperreif weg, oder? Ich nehme den Hyperreif weg, ja. Da ist direkt oben, also ziemlich oben, war die Schleife. Schleife ist eines der besten Items in allen Fällen im Fantasies. Weil es einfach Statusveränderungen komplett verhindert. Also in früheren glaube ich komplett alles, aber mittlerweile nicht mehr so komplett alles. Sondern größtenteils. Da stand das aber auch. Ich hab's wieder verkackt. Hier auf den Nekromanten, Kenjutsu. Gut. Nein, auf den Nekromanten, aber vielleicht ist er schon tot. Nein, ich hab verkackt. Skaviga. Doch, er ist tot. Er hat nur Saban ganz schön wehgetan. Ein Vitra auf Saban alleine.
Oder der Kampf ist einfach vorbei. Oder so. Hier, du hast Alexander gelernt. Ich glaube, du hast mittlerweile so alles gelernt, ne? Weil mehr haben wir, glaube ich, gar nicht. Dann kriegst du erstmal nix. Oder wollen wir dir trotzdem was geben? Ich meine, ne. Was macht denn Alexander? Britisches Urteilslicht ergießt sich sengend über alle Gegner. Okay, du könntest das trotzdem erstmal behalten. Dann heilen wir nochmal eine Runde. Okay, hoffentlich können wir mit dem Team zu dem... Oh nein, zu dem Drachen hin.